Und wenn das so kleine Kinder produziert haben, was auch also oft der Fall ist. Ich echt nicht auf sowas, also ist mir echt egal. Okay, alles klar. Das ist mir doch egal, ob da kleine Kinder dafür ausgenutzt werden. Pff, für was gibt's kleine Kinder? Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie man hier schon gut sehen kann, ich trage hier eins der ersten Pieces der kommenden Kollektion von M&M, Liberty and Justice. Freunde, jetzt wird es immer ernster. Hier, Top-Qualität, wir haben natürlich die Stoffe, die Schnitte und vor allem den Kragen, der ist unfassbar nice geworden. Natürlich optimiert. Wir legen von Kollektion zu Kollektion natürlich immer mehr Wert auf die Qualität und die einzelnen Pieces. Also Freunde, seid auf alle Fälle gespannt. Neueres kommt jetzt natürlich immer wieder in den nächsten Videos, aber Mitte November, hier haben wir den Fokus darauf, also bleibt unbedingt gespannt. Folgt mir auf Instagram, seid ihr dabei, da gibt es natürlich immer wieder die neuesten Infos. Schreibt schon mal in die Kommentare, wer sich schon mal ein Piece von M&M geholt hat und was sein Feedback dazu ist. Freunde, jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, ihr wisst Bescheid. Ja, heute wieder ein Reaction-Video. Eigentlich wäre ja geplant gewesen, das Video mit Willi und Vincent, aber da gab es Probleme mit dem Download der Daten, fehlerhaft, bla bla bla, kommt dann am Freitag. Also bleibt auf alle Fälle gespannt. Drum heute schon die Reaction auf eins der lustigsten Fake-Flexer-Typen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Reactions gibt es von mir ja zweimal täglich auf meinem Drittkanal Maxotrillion. Das ist mein Reaction-Kanal, ist unten in der Infobox verlinkt. Also wenn ihr gerne Reactions seht, seid auf alle Fälle am Start. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Schauen wir direkt rein zu Mahan, wie er die Leute hier exposed. Absoluter Traum meiner Meinung nach. Mahan war wieder auf der Street und schaut mal, was er gefunden hat. Na. Live exposed mit Fake. Fake oder real Klamotten? Ja, wahrscheinlich real, oder? Safe. Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute sind wir in der Hamburger Innenstadt am Start und drehen mal wieder unser neues Format Fake or Real Klamotten Check. Das letzte Video ist gut angekommen. Ihr wolltet gerne ein Part 2 haben. Jetzt ja, was haben wir da oben? Das Haus von Nikolaus. Jetzt habt ihr ein Part 2. Heute haben wir mal wieder sehr witzige Szenen am Start, Leute. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Ganz kurze kleine Sache, Leute. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ich feiere das, dass er endlich ein normales Mikrofon hat. Wenn ihr mich auf Instagram abcheckt, aus dem Grund. Mahan_Perser. Und bei Instagram ist so richtig. Deswegen würde mich das freuen, wenn ihr mich auf Instagram abcheckt. Jetzt gehen wir hier in die Szenen rein, Leute. Also, wir haben hier auf jeden Fall sehr witzige Szenen am Start. In diesem Video haben wir auf jeden Fall auch jemanden richtig live exposed. Wir sehen uns am Ende des Videos nochmal, Leute. Viel Spaß. Uff, es wird exposed, Leute. Mit dem Video. Okay. Hi, wie geht's dir? Wer bist du? Guten dir, ich heiße Sude. Guten dir. Wer bist du? 16, aber wer... Die redet ja lustig. Nächsten Monat 17. Sude, ich habe bei dir gesehen, du hast eine richtig coole Tasche. Und zwar hier die. Was ist das für eine Tasche? Kannst du die kurz... Gucci. Die wird gleich perfekt zum Arm passen eigentlich. Kann die Cam zeigen? Die ist aus der Türkei. Was glaubt ihr, wie viele Labello-Mikros der Mann da reinbringen würde? Hey. Oh, shit. Okay, ich finde es schon mal gut, dass du sowas schnell zugibst. Was? Die Tasche ist fake oder was? Kai. Oh. Ah. Oh, shit. Okay, ich finde es schon mal gut, dass du sowas schnell zugibst. Yeah. Warum kaufst du Fake-Klamotten, wenn ich fragen darf? Das hast du mich aber erwischt. Also, ich war in der Türkei, dann fand ich das schön, dann habe ich einfach geholt. Okay, was kostet sowas? Weiß ich gar nicht. Weißt du nicht, ne? Hab ich doch geachtet. Okay, ich find's gut, dass du... Oh, der ist so unangenehm. ...ehrlich bist. Was hältst du von Personen, die zum Beispiel jetzt sagen würden, ey, meine Tasche ist original, obwohl die gefälscht ist? Oh, das ist so eklig, weiß ich nicht. Ja, safe. Eklig. Eklig. Ja, er hat bestimmt noch nie behauptet, dass ihre Tasche nicht gefaked ist. Okay. Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass sowas unter schlechten Bedingungen produziert wird, dass vielleicht Kinderarbeit da... Produzieren ja andere auch in Istanbul, beziehungsweise in der Türkei. Also ist das jetzt auch unter schlechten Bedingungen gemacht? Das ist jetzt eine Verallgemeinerung. Daran beteiligt ist und sonst was? Nein. Noch nie, ne? Nein. Okay, dann würde ich mir mal ein paar Gedanken drüber gemacht, ne? Mahan jetzt der Aufklärer in letzter Zeit, Leute. So richtige Fakes exposen, die Leute auch ein bisschen verarschen und über die lachen, wenn die behaupten, es ist fake. Also der Mahan, ja, der nimmt immer mehr und mehr Züge von mir an. Ganz schön gefährlich, in welche Richtung sich das alles entwickelt auf YouTube. Ich muss doch weiterhin der einzig Unsympathische bleiben. Das ist mein einziges Monopol, das ich halte auf YouTube. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Nein. Nein. Ja, ich hab's gewusst. Okay, danke, das war's. Okay, hey, wie geht's dir? Gut, und dir? Alles bestens. Weißt du? Aicha. Aicha.
Das mit dem Ton haut jetzt schon besser hin, merke ich gerade, Leute. Wie alt bist du? 16. Was ist das für Schuhe? Na, doch nicht. Balenciagas? Balenciagas? Balenciaga Speedtrainer, okay. Ja, die sind aber nicht original. Oh, solche ehrlichen Menschen da heute am Start. Ah, okay, okay. Das sind 1:1 aus dem Online-Shop. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. 1:1 aus dem Online-Shop. Aha, okay, aus einem Fake-Online-Shop dann vermutlich. Wir drehen doch kein Wie viel ist dann aus, sondern ich habe gesehen, dass deine Schuhe gefälscht sind. Und wir drehen gerade so ein... Ui, ah, was siehst du das? Fake or real Klamotten-Check-Video. Und ich wollte einfach nur gucken, ob du ehrlich bist und die Wahrheit sagst. Ja. Du bist ehrlich und hast die Wahrheit gesagt. Schau mal die Schuhe ab. Die schauen aus wie Ackboots. Die Hose hat sie auch noch reingestrickt. Was geht denn hier ab? Ja. Du bist ehrlich und hast die Wahrheit gesagt. Schau mal die Schuhe ab. Wieso streckt man da die... Wieso gibt man da die Hose rein? Auf jeden Fall merkt man das an der Schrift, dass die nicht real sind. Okay. Warum kriegst du gefälschte Klamotten, wenn ich dich fragen darf? Warum soll ich so viel Geld ausgeben? Dann kauf die Schuhe doch nicht, wenn du das Geld... Ach. Andere Frage, aus der anderen Perspektive. Wenn du dir ein Fake-Kleidungsstück kaufst, guckst du da allgemein auch, wo das produziert wird und sonstige Sachen? Nein. Und wenn das so kleine Kinder produziert haben, was auch also oft der Fall ist? Ich achte echt nicht auf sowas, es ist mir echt egal. Okay, alles klar. Das ist mir doch egal, ob da kleine Kinder dafür ausgenutzt werden. Pff, für was gibt's kleine Kinder? Wild! Die sympathische, die Lara. Ja, das ist deine Meinung. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Ich find's auch cool, dass du ehrlich bist, weil man sollte auf jeden Fall mit sowas nicht prahlen. Okay. Alles klar, das war's. Ja, trotz Ehrlichkeit mega unsympathisch gemacht. Das musst du auch mal schaffen. Was geht ab? So, die Fake Louis V am Tasche wahrscheinlich am Start. Wer bist du? Hassan. Wie? Hassan, was Hassan? Hassan. Hassan, wer bist du? Ich bin 17. 17. Oh, Hassan, Digga, heute ein bisschen kalt, ne? Ja. Was geht so? Was machst du heute? Nächste Gerät, schön, Stadt, dies, das. Hassan, Digga, ich wollte mir demnächst eine Louis-Tasche kaufen, ne? Und ich habe deine gesehen. Kannst du die empfehlen? Die kostet, glaube ich, 1200 Euro, wenn die echt ist. Das ist nämlich nicht die normale, sondern die hat dann noch diese Patches drauf. Digga, meinst du, wie viel der kostet oder so? Nee, also kannst du dir empfehlen, ist die gut, die Qualität. Ja, ist gut, ist halt eine Tasche, da kann man was reingeben und so. Schon, Digga. Schon, Digga. Ist nicht original 1:1. Oh, okay, so viele Ehrenmänner da heute. Aber ist nicht original? Nein, aber ist gut so. Okay, okay, okay. Für was wird die bezahlt? 120. Okay, gut, so Hassan, du hast dich jetzt erstmal gerettet, ne? Und zwar, wie man... Naja, bei 120... Kann es natürlich sein, dass dein Betrieb dahinter ist, der trotzdem 115 Euro dafür nimmt, für den eigenen Gewinn. Aber es wirkt danach, als wäre das schon eine halbwegs gute Qualität, wo die Arbeiter nicht ausgenutzt werden. Wir machen ein Fake or Real Klamotten-Check-Video. Ne? Okay. So, welcher deiner Kollegen hat alle Trick-Fakes? Also, weil der Hassan hat jetzt hier 3, 4, 5 Kollegen hinter der Kamera, die auch warten, ins Video reinzukommen. Er hat jetzt die Wahrheit gesagt, schon mal an der Stelle gut. Welcher von deinen Kollegen trägt hier noch Fakes? Okay, dann gehen wir jetzt mit der Kamera rein. Komm mit Hassan, du musst mir helfen. Jetzt. Oh, er geht jetzt seine Freunde exposen, nein! Okay, wer ist du? Ja, ja. Ja, ja. Was ist dein Outfit wert? Mein Outfit? Ja. Also die Jacke hat 60 gekostet. Was ist das für eine Jacke? Zara. Zara? Ja. Zahl mal richtig. Nein, ich meine die Jacke. Also, witzige Kombi. Die Jacke, das ist Adidas. Ja, ist das auch real? Ja, das ist auch real. Er wird doch nicht wohl eine Fake Adidas Jacke haben. So, die kostet von Haus aus schon mal nicht allzu viel. Die holt man sich dann fake auch noch. Kannst du mir mal die Jacke richtig zeigen? Bruder, das ist einfach Adidas Jacke. Ja? Ja, ist halt einfach. Nein, Bro. Woher sieht der mal anders? Das kennt man wieder. Aha, aha. Ah, da. Aha, aha. Ja. Aber die Jacke ist original, ne? Die Jacke ist original, ja. Die andere Jacke ist auch original. Auf jeden original. Fall. Bilder machen, wild. Okay, alles klar. Die Jacke ist fake. Die ist doch nicht fake. Oder die ist fake? Die habe ich original. Ja, exposed ihn komplett. Na! Genau, aus dem Adidas Store gekauft. Okay. Mama, Mama, ich bin schon voll unangenehm. Genau, aus dem Adidas Store. Oh, ja, Adidas Store. Die Jacke ist die fake. Die Adidas Jacke. Oh, sei ehrlich. Die ist real. Dem ist mega unangenehm. Ziehst jetzt die Jacke aus und machen den Real-Check. Okay. Ich erkläre, warum die nicht real ist. Okay. Oh, 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 oh. Wo hast du denn gekauft? Was? Du hast die aus dem Adidas Store gekauft? Ja. Meinst du, dass die ernst, Jacke real ist? Ja, Bruder. Mag etwas Bro? Ist der nicht kalt? Meinst du das ernst? Ich hab die bekommen, so. Aus Adidas Store. Ja, aus Adidas. Ah,
Es wird einfach nur mehr immer unangenehmer für den Typen. Hast du gesagt, du hast die aus Adidas? Mein Kollege meinte, er hat die aus Adidas Store gekauft. Ja, bestimmt, der Kollege hat es jetzt auf einmal im Adidas Store gekauft. Dein Kollege, ich hab doch die aus gekauft. Ja, ich hab die von ihm gekauft. Was meinst du? Die hab ich original aus dem Adidas Store gekauft. Der Mann. Der alte Fake-Exposer streitet mir da, macht mir schon langsam meinen Namen strittig. Du musst ehrlich sein, das ist nicht gut, sowas zu lügen. Ja, Bruder. Sei mal ehrlich. Ich hab dir gesagt, ist die Original, er meinte, ja, er hat auf seine Mutter. Wir schreien auf einmal! Ah! Hat er geschworen? Hä, aber er hat doch gerade Ja, safe hat er auf seine Mutter geschworen. Jetzt wird's halt nur mehr peinlich. Er hat die nicht aus dem Adidas Store. Ja, Bruder, auf den von ihm so über Adidas. Ja, Bro, dann war's das schon mit dem Interview. Jamil, Bruder. Jamil. Jamil, ich seh, du hast Yeezys an. Was sind das für Yeezys? Letztes Mal habe ich ja auch behauptet, dass die fake sind, aber die waren dann gar nicht fake. Aber jetzt, Leute, jetzt sieht's halt jeder, oder? Dass die, da, jetzt kann ich nicht viel Falsches sagen. Original. Aber ich merke schon lange, Original, Original, genauso wie der eine, Original. Jamil, Jamil, ich sehe, du hast Yeezys an. Was sind das für Yeezys? Original. Was sind das für Yeezys? Original Yeezys. Da lache ich als seine Freunde. Echt, echt? Ehrlich? Original? Von was hast du die gekauft? Von einem Kollegen. Warum haben alle einen Schnauzer? Von Kollegen? Naja. Du musst lange überlegen. Sein Kollege ist. Nimm mal die Schuhe auf, nimm mal die Schuhe auf. Dalle, original. Ja, safe, Bruder, safe. Oh mein Gott, furchtbar. Sag das Original. Ich sag mal so, ich hab Spezialisten, die checken das ab, weißt du? Es wird sich jetzt nicht herausschauen, ob die real oder fake sind. Im Nachhinein, wenn das wieder online kommt. Was kosten denn diese Schuhe? 320. Ah, Bruder. 320. Und was hältst du von Menschen, die so gefälschte Klamotten tragen und sagen einfach, die sind original? Nicht gut, die sind nicht gut. Nicht gut, diese. Nicht gut? Sagen. Sehr geil. Aus Türkei, aber. Von Türkei, aber sagen hier, original. Okay, okay. Alles klar. Ich glaube, es wird gesagt, was gesagt werden muss. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt, Jungs. Alles klar, Bruder, wie geht's? Hi, wie geht's? Alles gut? Ja, bei dir? Super. Bruder, ich sehe, du hast so einen kranken. So würden doch nur irgendwelche Verkäufer, so die illegales Zeug am Strand verkaufen, in Urlaubsorten herumlaufen, um möglichst aufzufallen, damit Leute hergehen und sagen: Bruder, kann ich die Jacke kaufen? Oder nicht alles? Wahnsinn, die NMD noch dazu. Das, was glänzt, ist Gold, ne? Du siehst echt, aber sieht vielleicht gut aus, ne? Ja, okay. Also gibt er direkt zu und sagt, ja, ist ihm wurscht, ob das echt ist, aber er findet es trotzdem cool. Ist in Ordnung. Ist das nicht echt? Ja. Ist echt, ist original oder nicht original? Ist nicht original. So First Edition sagt man, das ist sehr top eigentlich, also merkt man nicht normalerweise. Also merkt man nicht normalerweise, safe merkt man das nicht. Bruder, du sagst, das ist ein sehr guter Fake und du könntest zu Leuten sagen, dass es ein originales Teil wäre. Genau, aber... Was hast du dafür bezahlt? Ja, ich habe, also normalerweise kostet das Ding 690 Euro. 690 Euro? 30 Euro bezahlt. Ah, so ein... Bullshit! Bestimmt. Boah, normalerweise kostet das Teil 10.000 Euro. Also dein Shirt auch? Ist das real? Das ist auch fake. 20 Euro habe ich bezahlt. 20 Euro, okay. Ja. Und warum kaufst du die gefälschte Klamotten, Brudi? Meine Frage. Ja. Es ist momentan Trend, dass Leute auch sowas tragen, aber es muss nicht original sein. Also es muss nicht immer... Wieso muss denn? Sicher muss es original sein. Wenn du dir einen Audi kaufen willst, kaufst du auch einen originalen Audi und schusterst dich nicht irgendeinen zusammen. Solange niemand merkt, dass das... Nein, das merkt eh niemand, Bruder. Du bist gut unter dem Radar. Jeder glaubt, boah, der Junge hat Geld. Welche, dann hätte ich es einfach tragen. Also warum muss ich das über 1000 Euro dafür rausgeben? Ja, ne? Guck mal, hier, der Kollege zeigt gerade sogar in die Kamera. So sieht die in real aus. Nur damit du es weißt. Ja. Jeder sieht auf 100 Meter Entfernung, dass die gefälscht ist. Aber deswegen hast du mich ja angehalten und du dachtest, das ist das Original. Und ja, eben nicht. Geil. Ich dachte wahrscheinlich, dass das Original ist. Anderen Personen sagst du, die Jacke ist original? Nee, ich trage auch nicht immer so. Weißt du, normalerweise bin ich auf der nur Arbeit. Nur zu besonderen Anlässen trägst du die genau, Jacke. Genau, also nur. Eine Frage an Sie, eine fremde Dame. Nein, nein, ich nehme sie nicht auf. Sieht die Jacke für Sie original aus? Nein, sieht sie nicht. Okay. Ehrenfrau! Geil! Die Schale auch nicht original. Und er frontet direkt zurück.
Jetzt wäre es zu witzig, wenn der Schal original ist. Der Schal ist original. Geil, Mann, geil! Wie genial, ich pack's nicht. Fuck, Mann, das witzig. Aber die Jacke sage ich deswegen nicht, weil wenn jemand so eine Jacke tragen würde, würde er nicht mit solchen Schuhen rumlaufen. Leben und Ehre genommen, wie er jetzt peinlich berührt auf seine uralt NMDs runtersieht. Oh mein Gott. Also das ist nicht böse gemeint, aber ich wollte nur sagen... Nicht böse gemeint, natürlich nicht. Der Preisvergleich ist ein immenser, ne? Okay. Wenn man so eine Jacke, weil die liegt über Tausende von Euro, dann würde man auch entsprechen. Das ist so. Aber es sieht gut aus und Rot ist sowieso ein Klassiker. Jetzt macht sie zum Schluss nochmal Komplimente, weil sie direkt leid tut. Also was die Frau halt damit sagen möchte ist, dass man, wenn man schon so eine teure Jacke anhat, auch teure Schuhe anhat. Muss man nicht zwingend anhaben, so weißt du. Ich trage hier auch gerade teure Schuhe eventuell, aber eine 30-Euro-Jacke. Aber ey, was halt gut ist, ist auch, dass er die Wahrheit sagt. Ne? Dass du so, das ist auf jeden Fall schon... Die Wahrheit gesagt und trotzdem komplett auseinandergenommen worden. So wie die zweite. Mal ein guter Schritt in die Richtung. Danke dir, Hasan. Schönen Abend. Wir sehen uns noch. So, Leute, das war's für ein wahnsinnig geiles Video. Props gehen raus an Mahan, Freunde. Unbedingt den Mahan supporten. Geiler Content. Genau meins. Absolut meins. Mega, mega nice. Lustigstes Fake-Flexer-Video, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Wenn es euch gut gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Folgt meinem Reaction-Kanal in der Infobox für mehr Reactions und seid gespannt auf die neue Kollektion von M&M, Liberty and Justice. Das war's von mir, euer Maximilian. Der Schal ist original. Natürlich von Gucci.